In diesem Haus in Zehlendorf wohnt einer der wenigen bekannten Filmschauspieler, die ihren ständigen Wohnsitz noch in Berlin haben. Paul Hörbiger, die Berliner Abendschau, fand ihn im Gewächshaus. Herr Hörbiger, Sie sind ja gar kein Amateurgärtner mehr. Sie verstehen ja schon so viel wie ein Richtiger. Na, wenn man das so lange betreibt wie ich. Wie lange betreiben Sie schon? Na, eigentlich schon als Kind immer. War meine Lieblingsbeschäftigung. Was wird das denn? Etwas ganz Profanes, das Neuseeländer Spinat. Ein Gemüse, das wenig bekannt ist, merkwürdigerweise. Da brauche ich nur 3 oder 4 Stauden und kann den ganzen Sommer Spinat essen. Ich weiß nicht, warum das die Strebergärtner zum Beispiel nicht mehr anbauen. Würde ich sehr empfehlen. Ihre Spezialität aber sind diese schönen, schönen Orchideen. Ja, nur leider blüht jetzt wenig, weil die Hauptblütezeit fällt in November, Dezember, Januar. Das ist eine Zoologine, Christata, die stammt aus dem Himalaya. Der Garten ist sein ganzer Stolz und mehr als ein Hobby. Und das ist hier ein ganz besonderes Spalier. Ja, das stammt aus Belgien. Es gibt da verschiedene Methoden. Durch das Runterbiegen der Äste zwingt man den Baum, Blüten zu treiben. Ne? Und das wird mit Wäscheklammern gemacht. Ne? Ja, und wenn dann großer Wäsche ist, bekommen Sie Schimpfe, weil keine Klammern da sind. Kann man auch nichts machen. Aber sehr interessant, diese Art. Das lernt man alles so im Laufe der Jahre aus Büchern. Die mit allen Maschinen eingerichtete Werkstatt lässt jeden Freizeitbastler vor Neid erblassen. Stühle, Regale, Apfelhorden, alles zimmert Paul Hörbiger selbst. Und keine Hausfrau kann auf ihr eigenhändig Eingemachtes stolzer sein als er. Selbst die Champignons für die Suppe, die er hier kocht, zieht er im Keller. Morgen bei der Premiere des Ina Bauer-Toni Seiler-Films Kauf mir einen bunten Luftballon werden wir Paul Hörbiger endlich einmal wieder auf der Leinwand sehen.